Ein Drogendeal am helllichten Tag. Der Dealer in der schwarzen Lederjacke wird gleich eine Portion Drogen an einen Kunden übergeben. Es ist nicht lange her, dass das Innenressort verkündet hat, dass sich die Kriminalitätsprobleme rund um Bahnhof und Discomeile entschärft haben. Doch die Entwarnung kam offenbar zu früh. Geschäftsinhaber klagen erneut über die Zustände in der Bahnhofstraße und am Breitenweg. Vor der Kamera wollen sie lieber nicht mit uns sprechen. Nur diese Einzelhändlerin, die nicht erkannt werden möchte, berichtet über Bedrohungen durch Drogendealer. Wenn die mitkriegen, dass bei uns kommt, öfters die Polizei in den Laden, fragt, ob alles in Ordnung ist. Danach also haben sie uns wieder wirklich richtig im Visier. Und wir haben das also gehabt, dass wenn wir Feierabend gemacht haben, die sich aus der Gruppe lösen und uns hinterhergegangen sind. Und das ist also ein wirklich ganz komisches Gefühl. Sodass ich, wir haben auch zwei junge Aushilfen, die auch sexistisch also schon mehrmals belästigt wurden und wir also jetzt angewiesen wurden, immer ein Pfefferspray bei uns in die Tasche zu haben. Am Bahnhof macht neben den Dealern jetzt aber eine neue Gruppe jugendlicher Intensivtäter aus Nordafrika Ärger. Etwa 20 junge Männer. Warum sie hier sind, weiß bislang niemand. Ihre Masche: Raub, Antanzen, Handydiebstähle. Die treten in der Regel in der Gruppe auf, suchen sich Opfer aus, die mutmaßlich leichte Beute sein könnten. Also im Grunde genommen ähnliches Verhalten, was uns jetzt eher so, ich sag mal, vor neue Herausforderungen stellt, dass wir eigentlich im letzten halben Jahr eine deutliche Entspannung erlebt haben und sich jetzt im letzten Monat so eine neue Welle hier plötzlich in Bremen ergibt. Eine neue Welle. In Zahlen sieht sie so aus. Im Februar konnten allein der kleinen Gruppe 14 Straftaten nachgewiesen werden. Im März waren es schon 65, also mehr als viermal so viele. Es ist also wieder da, das Problem mit einer kleinen Gruppe junger krimineller Flüchtlinge. Aber die Polizeiführung fühlt sich der Lage gewachsen, sagt sie. Bremens Verzicht auf die lange geforderte geschlossene Unterbringung für genau diese Art krimineller Minderjähriger sei nicht verfrüht gewesen. Wir haben gewesen. Mittlerweile mehr Plätze, wo man auch junge Leute hinbringen kann. Und ich glaube, dass wir das Thema geschlossene Unterbringung jetzt erstmal auch so belassen können, wie es ist. Für mich ist eigentlich wichtig, dass alle Behörden hier konsequent miteinander vernünftig zusammenarbeiten. Bei der Polizei ist diese Einheit für die minderjährigen Straftäter zuständig. Sechs Ermittler, die sich nun auch noch um die neue Gruppe kümmern müssen. Dass die Polizei außer Platzverweisen viel ausrichten kann, glaubt die Einzelhändlerin nicht. Die Polizei hat da einen immensen Papierkrieg durch und im Endeffekt bringt es überhaupt nichts. Die Politik müsste knallharte Gesetze schaffen. Aber die werden in Bremen bereits angewandt, zumindest wenn die Straftäter volljährig werden. So wurden bereits 5 von ihnen nach Marokko abgeschoben.